Ja, okay, wunderbar. Also Michael, erst einmal vielen Dank auch für die Begrüßung. Ich freue mich, dass auch so viele mit dabei sind und zuhören. Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Jahr. Ich glaube, es geht uns alle so, wenn wir die Zahl 2020 vor Augen haben, dann sagen wir, mei, was passiert da jetzt alles? Vielleicht für die, die mich nicht kennen, ich heiße Evi Böhner. Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet, habe einen Sohn mit 27, 28, sagt mein Mann gerade, sich so schnell vergeht die Zeit, man weiß es manchmal gar nicht mehr. Ich leite ein mittelständisches Unternehmen und es gibt seit 1963, ist ein Familienbesitz, mein Vati hat die Firma gegründet. Wir machen Messebau, aber Michael, Gott sei Dank nicht nur Messebau, sondern auch Dekorationen. Also einmal Schaufensterdekoration, klassisch Müller, Marc Douglas, solche Sachen, Lego. Wir machen Shoppingcenter, wo wir Installationen machen und Themenlandschaften. Und das dritte Standbein, Messebau. Ja, das Jahr hat ja so begonnen, dass wir ab Februar keine Messen mehr machen konnten, weil alles der Reihe nach abgesagt worden ist. Und im März dann, wissen wir ja alle, haben wir diesen harten Lockdown erlebt. Und alle, die auch für den Handel gearbeitet haben, wussten, dass in der Zeit auch die Geschäfte schließen. Und wir und ich sind da in ein ganz schönes Loch gefallen, weil wir von heute auf morgen null Umsatz mehr hatten. Gar nichts mehr. Es ist nichts gegangen. Und wir haben ja dann auch mit Freunden gebetet. Und ich habe dann damals von Gott ein ganz, ganz ermutigendes Wort bekommen. Ich kann es kurz wiederholen. Hab keine Angst und ich sage dir noch einmal, ich helfe dir. Also dieses noch einmal ist mir auch in letzter Zeit immer mehr bewusst worden. Also es wird mir öfters auch zugesprochen, so ungefähr sagt Gott zu mir, wie oft soll ich dir das noch sagen, dass du das endlich kapierst? Ja, und wenn ich jetzt dieses Jahr, jetzt haben wir Anfang Dezember, wenn ich jetzt dieses Jahr zurückschauen darf, dann hat sich wahnsinnig viel getan. Und da will ich euch einfach jetzt ein bisschen mitnehmen, will euch ein bisschen was erzählen und will einfach anhand von dem, was ich erlebt habe, will ich euch Mut machen. Also es ist so, dass wir eigentlich letztes Jahr uns entschlossen haben zu bauen. Ja, ganze Familie, okay, machen wir es. Ich habe drei Standorte gehabt und ja, und wir haben also im Februar Spatenstich gehabt, ja, und dann kam der Lockdown. Und wir haben dann intensiv gebetet und haben dann entschlossen, wir machen trotzdem weiter. Es macht keinen Sinn. Die waren schon an den Erdarbeiten. Wir machen weiter. Und wenn ich jetzt das zurückschaue, nach intensivem Gebet waren wir uns alle einig, mein Mann, mein Sohn, ich und Freunde von uns, die da auch mit uns gebetet haben. Wir glauben, ich soll weitermachen. Und das war auch gut so. Wenn ich jetzt sehe, wie dieser ganze Bau gelaufen ist. Ohne Corona, das klingt jetzt komisch, aber es ist so. Ohne Corona hätten wir dieses nicht geschafft. Schlichtweg, jetzt zurückgeblickt, hätte diese ganze Belastung, das normale Geschäft, Tagesgeschäft und der Bau, hätte mich und meine Familie und meine Mitarbeiter komplett überfordert. Wir haben durch das, dass die Dekorationen waren und die Shoppingcenter überleben können. Und die Leute, die bei mir im Messebau gearbeitet haben, die konnte ich auf meinen Bau einsetzen. Also ich habe im Grunde, wenn ich jetzt zurückschaue, einen großen Teil von meinem Bau mit meinen eigenen Leuten finanzieren können. Also wenn man das sich überlegt, ist das einfach ein Geschenk gewesen, das ist unglaublich. Wir haben einfach erleben dürfen, wir konnten unseren Ausbau selber machen. Wir haben auf keine Handwerker warten müssen. Ich konnte meine Leute selber steuern. Jeder, der Messebau macht, kann auch handwerklich was. Wir haben den ganzen Innenausbau gemacht, die Toiletten, den Holzausbau, die Dämmungen, die Einbauten. Alles haben wir selber leisten können. Das hätten wir, wenn der Messebau ganz normal stattgefunden hätte, hätten wir das nicht tun können. Dann hatten wir einfach auch übers Jahr sehen können, dass auch der Messebau bei mir, und das wusste ich bis dorthin nicht, ein Bereich ist, der anscheinend auch der Umsatzschwächste ist. Also auch diese Entwicklung, die ich dieses Jahr gehabt habe,
gibt mir gerade in der Krise, die es am Anfang sicherlich massiv war, die auch noch nicht vorbei ist, aber hat mir einfach neues Gesichtsfeld gegeben, hat mir aufgezeigt, dass da manches nicht gut ist in dem Bereich. Dann war noch was, was Wahnsinn war. Also mein Mann selber war dann auch in Kurzarbeit und er konnte mir komplett bei der Elektroinstallation helfen. Der hat die ganzen Pläne gemacht, der hat die ganzen, das hätte er normalerweise, wenn der normal im Geschäft gewesen wäre, hätte er nicht leisten können, wäre nicht gegangen. Dann haben wir Wirtschaftsförderungsantrag gestellt. Also es hat geheißen, das kann ich machen, weil wir da in einem Landkreis sind, der sehr schwach ist vom Mittelstand und da gibt es Zuschüsse von der Regierung in Mittelfranken. Und normalerweise bekommt man 12%. Wir haben mit 12% gerechnet, weil es geheißen hat, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ich habe 20% gekriegt. Also wie das Geld überwiesen worden ist, ich habe mir gedacht, das ist ein Wahnsinn, Gott, was machst du da, was machst du mit uns? Und die 20% haben uns dann die Differenz von den 12 zu 20 bei vielen Dingen Sicherheit gegeben. Wir haben da einfach auch manches ruhiger angehen können in dem Bau und manche finanzielle Belastung war dann einfach auch entspannter. Man konnte da manches viel, viel besser handeln. Ja, vom Team her merkt man, dass alle froh sind, dass der Schritt gemacht worden ist. Die freuen sich alle, die sind in den neuen Räumen. Die haben auch die Zeit gefunden, dann mit einzuräumen, weil es nicht ganz so stressig war. Ja, und dann ist es jetzt in diesem Jahr noch so gewesen, dass wir ja dann im November eigentlich mit allem, was mit Dekorationen zu tun hat und Shoppingcenter, das ist für uns ein ganz, ganz stressiger Monat. Wir haben also auch da, hatte ich die ganze Wand voller Aufträge. Waren über 25 Shoppingcenter, wahnsinnig viele Stores, Lego mit 50 Filialen, also es war wirklich viel. Und man hat gemerkt, mit dem Corona, es spitzt sich alles zu. Was ist, wenn einer krank wird? Was ist, wenn in der Firma plötzlich zugemacht wird, weil Corona da ist? Wie können wir dann weitermachen? Wie können wir überhaupt noch weitermachen? Wie agieren wir? Und auch in dem Monat habe ich eine Wahnsinnsbewahrung erfahren dürfen. Also ich sage euch, wir haben alle Aufträge erledigen können, alle Aufträge sehr gut erledigen können. Es ist keiner krank geworden. Wir hatten keinen Corona-Fall und wir waren wirklich in vielen Städten unterwegs. Wir waren an vielen Standorten. Allein in Frankfurt, wo wir letzte Woche waren, wie viele Menschen waren da? Aber wir sind alle bewahrt worden und wir konnten unser Tagesgeschäft durchführen. Und eigentlich ist es, es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, wie das ja bis jetzt gelaufen ist. Man muss das wirklich so sagen. Und ich kann da einfach Gott nur wahnsinnig dankbar sein, weil er hat mir was versprochen. Ich vergesse es immer wieder, dass er mir das versprochen hat. Menschen sind furchtbar manchmal. Darum sagt er auch, ich sage dir noch einmal. Ja. Er hat mir was versprochen und ich merke, ich darf diese Bewahrung wirklich jeden Tag erleben. Michael, wie du gerade gesagt hast, natürlich hat man auch in seinem Geschäft so Situationen, habe ich auch oft gehabt, gerade in Bezug auf Personal, warum mache ich das eigentlich? Ich glaube, da geht es uns als Unternehmern alle so, dass wir immer wieder die Situationen haben, dass wir da auch frustriert sind. Da habe ich gestern erst auch ein sehr negatives Erlebnis wieder haben dürfen. Aber der Satz heute dann von dir, den du jetzt da auch in deiner Predigt gesagt hast, hat mir auch wieder klar gemacht, wir dürfen uns von solchen Sachen nicht runterziehen lassen, denn es stimmt, wir haben auch als Unternehmer die Aufgabe, für unsere Leute, für unsere Angestellten oder Mitarbeiter auch da zu sein. Fällt einem manchmal schwer, muss man sich aber immer wieder bewusst sein. Ja. Also es ist ein sehr spannendes Jahr. Jetzt schauen wir auch, wie nächstes Jahr läuft. Ich glaube sicherlich, dass es für unser Land, da mache ich mir schon Sorgen, ein schwieriges Jahr sein wird. Wir hoffen alle auch und beten viel dafür, dass diejenigen, die in der Verantwortung sind in der Regierung, dass die das richtig machen. Also ich möchte von einem, der Land führt, wie unser Ministerpräsident, in den seine Haut möchte ich oft nicht stecken. Denn diese Entscheidungen sind sicherlich sehr, sehr schwierig. Aber es wird auch nächstes Jahr, glaube ich, schon auch ein hartes Jahr werden. Also da stellen wir uns auch drauf ein als Unternehmen.
und vertrauen aber da ganz fest auf Gott, denn da weiß ich wirklich, und die Erfahrung habe ich jetzt wirklich immer mehr gemacht, je mehr ich ihm zutraue, je mehr ich ihn hinlege, je mehr ich abgeben kann und nicht denke, das muss ich machen, sondern er macht es, desto mehr werde ich beschenkt. Und das will ich euch einfach auch allen mitteilen und will euch einfach da auch ermutigen und will euch einfach dahingehend sagen, macht es, vertraut auf Gott, und wir werden alle Krisen haben, wir haben immer wieder schwere Krisen, wir werden auch in tiefe Löcher dazwischen fallen, aber wenn ihr das schafft, da Gott zu vertrauen, euch Menschen noch mitzuholen könnt, die mit euch dann beten und euch da auch im Gebet auffangen, dann werdet ihr das alles erleben, wie Gott für uns da sein kann.